Also ich würde vieles besser machen. Ne? Also ich habe mir schon oft gewünscht, nochmal als Sechsjähriger oder Siebenjähriger nochmal anzufangen. Natürlich mit dem Wissen, was man heute hat. Ne? Das wäre schön, ja? Wenn man die Uhr zurückstellen könnte. Mein Name ist Peter Reinhardt. Hab fast mein ganzes Leben in Hamburg gewohnt. All I need a little time to get behind the sun and cast my way. Wollte mal ein bisschen was von der Welt sehen, wie es eben so als Jugendlicher ist. Sind dann eben halt mit dem geliehenen Mietwagen hier aus Deutschland weggefahren, über Belgien, Frankreich, nach Spanien runter. Hab dann ein Geschäft mit dem Bauern dort gemacht, hab mir 70 Kilo Hasch dort gekauft. Und bin dann natürlich, wollte nach Deutschland wieder zurück und bin gleich als 19-Jähriger in Spanien erwischt worden mit diesen 70 Kilo. Und bin natürlich dann ins Gefängnis gekommen, habe 12,5 Jahre dafür bekommen und habe 8 abgesessen. Nach den 8 Jahren Gefängnis bin ich nach Deutschland wieder zurück, 1987. Ich habe hauptsächlich hier im Hafen auch meine Zeit damals verbracht. Also ich habe immer an der Helgoländer Allee oben, das ist die Straße, die vom Kiez oben zu den Landungsbrücken runtergeht. Da sind so zwei Brücken sind dort und zwei Plattformen. Und dort haben wir dann früher immer Platte gemacht, nennt man das ja. Also mein Bruder und ich haben hier früher auch immer viel geschlafen und sind aber auch das öftere Mal von der Polizei dann eben halt geräumt worden, weil sich irgendwelche Bewohner hier beschwert haben. Aber hier gibt es gar keine Bewohner. Das ist also reine Schikane gewesen, reine Willkür von der Polizei, dass die uns hier dann vertrieben haben. 1994 bin ich dann das erste Mal mit harten Drogen in Berührung gekommen. Ja, und da bin ich ganz schnell auf den Geschmack gekommen und nach 2 Tagen war ich dann auf einmal schon drauf. Also man hat quasi nur noch für den Stoff dann gelebt. Durch Hinz und Kunst bin ich eigentlich auch von den Drogen wieder weggekommen. Für wieder ein ganz, in Anführungsstrichen, ganz normales Leben auch wieder. Und ich habe bei Hinz und Kunst auch wieder eine feste Beschäftigung bekommen. Ja, dann habe ich erstmal zugesehen, dass ich irgendwo mein Gepäck anschließen konnte, damit ich das tagsüber nicht mit rumschleppen konnte. Früher hat man das im Hauptbahnhof angeschlossen, im Schließfach. Da hat das noch 1 Mark gekostet. Heute kostet das mittlerweile schon 5 €, wenn du das für 24 Stunden einschließen willst. Ein großes Schließfach, das brauchst du ja auch als Obdachloser. Ja, dann hat man zugesehen, dass man nach Hinz und Kunst gekommen ist, seine Zeitung dort geholt hat, auf seinen Verkaufsplatz gegangen ist. Dann war es dann meistens schon mittags, 2-3 Uhr. Und dann siehst du auch zu, dass du noch ein paar Zeitungen los wirst, so rund um 9 Uhr spätestens suchst du dann deinen Schlafplatz auch wieder auf. Wenn du ein bisschen Geld verdienen willst nebenbei wieder und mal wieder ein bisschen Kontakte auch zu anderen Leuten wieder bekommen willst, dann geh zu Hinz und Kunst. Ja, also Zukunftspläne habe ich mir abgewöhnt, die mir gar nicht mehr zu machen. Ich mache das eigentlich mehr so, dass ich alles, was kommt an positive Ereignisse, das nehme ich mit. Ja, natürlich gibt es immer Sachen, die man sich wünschen tut. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, mir angewöhnt, auch Sachen zu wünschen oder vorzustellen, die man auch realisieren kann. Unterstützen. Ja, wie gesagt, hauptsächlich meine Kinder. Dann natürlich Hinz und Kunst, weil die mittlerweile auch festgestellt haben, man hat sich natürlich nach gewissen Jahren auch wieder ein gewisses Vertrauen auferarbeitet. Und heute mache ich das eben halt seit 6 Jahren schon so, dass ich eben halt mit Gesprächen, mit Konfirmandengruppen mich hinsetze, in Schulen gehe, dort Vorträge halte über die Obdachlosigkeit, über Hinz und Kunst, über mein Leben. Da werde ich auch viel drüber gefragt. Das interessiert die Leute also auch viel. Und damit möchte ich eben halt an die Gesellschaft auch ein bisschen was zurückgeben. Ne? Ich würde alles anders machen. Gosse habe ich damals schon gelegen und ich bin heute froh und auch gewissermaßen stolz auch irgendwo drauf, da auch wieder rausgekommen zu sein.